Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. Wir sprechen heute über ein Thema, das vor gefühlt 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht so eine große Bühne bekommen hätte. Inzwischen ist es ein sehr, sehr großes Thema. Wir sprechen über das Podcasten und über, wie man in das Podcasten so reingestolpert ist und was man da so alles gelernt hat. Meine Gäste heute sind Maria Lorenz-Buckelberg, eine der, würde ich sagen, wahrscheinlich auch altgedientesten Podcasterinnen in Deutschland. Seit wann machst du Podcasts? Also privat. Du musst nachdenken, das ist privat schon mal seit 2010 und dass ich damit Geld verdiene seit 2015. Ja, okay, sehr gut. Also Gründerin, CEO von Pool Artists und ja, sagt, hat schon Podcasts produziert, als man noch erklären musste, was das eigentlich ist. Also 2010 musste man es noch erklären. Bekannteste Podcasts, Faking Hitler zum Beispiel, kennen vielleicht viele, und so ziemlich alle Zeit-Podcasts kommen aus dem Hause Pool Artists. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal Marias Podcasts gehört. Dann, genau, Applaus. Ganz außen neben Maria sitzt Ulf Burmeier, vermutlich kennen ihn auch die meisten. Jurist ist er eigentlich, jetzt auch noch Co-Gründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und warum sitzt er hier? Er ist der Host oder einer der Hosts eines der bekanntesten Nachrichtenpodcasts in Deutschland, Die Lage der Nation. Hallo Ulf. Ja, und Dominik, habt ihr gerade schon gesehen, ich stelle ihn trotzdem noch mal vor, ist Host und Gründer von, also Gründer sozusagen, weil Erfinder von Barbecue, dem Black-Brown-Queeren Podcast, inzwischen bei Cosmo, davor auch woanders, kannst du alles gleich erzählen. Ansonsten Moderator, wie hier zum Beispiel, Schauspieler und Partyveranstalter. Queere Partys hast du veranstaltet, genau, richtig? Das ist richtig. Mhm. Sehr schön. Ein Applaus für Dominik. Und von Maria wissen wir es schon, 2010 hast du angefangen. Dominik, wann hast du angefangen? 2019. 2019. Also vor 5 Jahren. Genau. Ulf, wann war dein erster Podcast? Also ich war vor meiner eigenen Podcast-Host-Zeit ja schon öfter mal zu Gast bei Philipp im Küchenradio, und die erste Lage der Nation haben wir im März 2016 aufgenommen. Dann sage ich jetzt 2016, aber du warst schon zu Gast, okay. Und wie war da für euch der Start? Weil ich kann mir vorstellen, 2010, 2016, 2019, da sind sehr unterschiedliche Startbedingungen gewesen. Maria, fang du doch mal an, dann machen wir es chronologisch. Wie war die Podcast-Landschaft 2010 und was hast du da gemacht? Die Podcast-Landschaft 2010 war sehr klein und wir kannten, also gefühlt kannten wir uns alle. Das war total schön. Und wir haben uns auch alle gegenseitig immer eingeladen und uns war auch völlig egal, zu welchen Themen. Also weil einfach, man hatte halt einen Podcast und man hat sich dann gegenseitig eingeladen. Und dann haben wir einfach mit tatsächlich Frieda, die jetzt auch meine Geschäftspartnerin ist, unseren ersten Podcast damals angefangen, Ein Mops kam in die Küche. Und haben den mit so Gaming-Headsets aufgenommen und mit Audacity geschnitten und beide vor YouTube gehangen, um zu gucken, wie das geht. Und haben, die längste Recherche war, rauszufinden, wie, wo man es überhaupt hochlädt. Und haben uns dann super erschrocken, als wir, ich glaube, so 50 HörerInnen hatten. Weil wir war eine davon. Weil das war wirklich, weil das uns total peinlich war. Man muss sagen, ihr habt über alles einfach geredet, ne? Das war so, zwei Freundinnen treffen sich, quatschen über alles. Ja, genau. Also so haben ja ganz viele Podcasts damals gestartet. Weil ich muss wirklich sagen, dass ich damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, darüber nachzudenken, dass wir uns über den Inhalt Gedanken machen. Also wisst ihr, was ich meine? Was wir ja heute automatisch machen, aber das überhaupt, das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Also irgendwie, das war gar kein Teil davon damals. Ulf, 2016, wir zoomen quasi 6 Jahre in die Zukunft. Wobei, ich könnte noch 2013 einsteuern, da habe ich angefangen. Da war es noch so ein bisschen so ähnlich. Also wir hatten dann schon ein Thema und trotzdem war es dieses, okay, wir telefonieren immer so nett miteinander, lass mal aufnehmen. Das ist doch bestimmt auch für andere interessant. So, das war 2013.
2016. Ihr habt euch doch bestimmt schon mehr Gedanken gemacht. Ja, tatsächlich ein bisschen mehr. Also 2016 würde ich sagen, fiel so mitten in die erste Phase, wo man das Gefühl hatte, jetzt kommen Podcasts wirklich. Also Philipp, muss man sagen, Philipp Banse, mein Co-Host, ist seit 2004 Podcaster gewesen, hat das mit Tim Pritlove und so wirklich in Deutschland von der absoluten Anfangsphase hin begleitet, hatte das Küchenradio schon ewig. Das heißt, Philipp kennt, glaube ich, diese Zeit noch sehr gut aus eigener Erfahrung, von der Maria gerade berichtet hat, Katar, von der du berichtet hast. Und die hat ja im Grunde auch ziemlich dasselbe gemacht, ne? Mit drei Freunden aus dem Deutschlandfunk-Kosmos einen Podcast aufgenommen, teilweise auch so mit so Reportagen-Elementen, aber es war überwiegend tatsächlich auch so ein Freundes-Talk-Chat-Podcast. Und dann haben wir uns allerdings, wie du sagst, Gedanken gemacht, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Und wir haben selber total gerne so sogenannte Laber-Podcasts gehört. Wir dachten aber, im Nachrichtenbereich wollen wir eigentlich gerne so ein bisschen in die Tiefe gehen. Also wir wollten uns allerdings weniger abgrenzen von Laber-Podcasts als von Talkshows. Also unser Eindruck war, es macht die politische Debatte in Deutschland nicht besser, wenn Menschen versuchen müssen, in 15 Sekunden irgendeinen Hot-Take unterzubringen. Und wir wollten stattdessen versuchen, uns eher 15 Minuten Zeit zu nehmen für ein Thema und das dann eben so zu erklären, dass Menschen wirklich hinterher das Gefühl haben, ich bin einen Tick schlauer geworden. Und das war so quasi der Gründungsgedanke der Lage der Nation. Komplett aufgegangen übrigens. Ja. Aber du warst selber nicht Podcaster, du bist ja Jurist. Was hast du vorher gemacht und hast du gedacht so, okay, ich nehme jetzt einfach ein Mikro in die Hand, das klappt schon oder... Also ich war tatsächlich oder bin von der Ausbildung her Jurist. Ich war dann seit 2007 Richter in Berlin, überwiegend in einer sogenannten Schwurgerichtskammer, wo es also um Mord und Totschlag geht. Das heißt, ich kam wirklich aus einer ganz anderen Ecke ursprünglich. Ich habe mich allerdings schon übrigens, glaube ich, maßgeblich auch inspiriert durch Twitter, durch Markus Beckeda, Netzpolitik und so, schon sehr früh mit BürgerInnenrechten im Netz auseinandergesetzt. So spätestens seit 2009, 2010 habe ich da öfter mal Interviews gegeben oder auch irgendwelche Artikel geschrieben oder so. Das heißt, also ich hatte so gewisse Berührungspunkte zu Medien. Ich hatte jedenfalls schon mal angefangen zu versuchen, irgendwie so zu reden, dass man das hinterher auch senden kann. Aber in der Tat, ich war natürlich kein Medienmensch. Ne? Also ich kam quasi mit den Inhalten, aber wir haben bei der Lage natürlich massiv davon profitiert, dass Philipp ein ganz, ganz alter Radiohase ist. Also Philipp macht ja seit Mitte der 90er Jahre Radio, war viele Jahre beim Deutschlandradio und ich sage immer so Augenzwinkern, ich habe im Grunde bei ihm einige Jahre Volo gemacht. Ja, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Also ich habe quasi so die juristischen Inhalte mitgebracht, vielleicht ein gewisses politisches Verständnis. Und Philipp ist natürlich auch ein guter politischer Journalist, aber er hatte vor allem diese ganzen Radio-Audio-Skills drauf. Ne? Also wie nehme ich auf, sodass das hinterher ordentlich klingt? Welche Hardware brauche ich? Welche Software brauche ich? Wie schneidet man das? Diese, sagen wir mal, technischen Dinge, die kamen komplett von Philipp. Mm. Dominik, wir springen ins Jahr 2019. Ja. Ich weiß es schon, ihr seid nicht hingegangen und gesagt, ach komm, lass einfach mal irgendwas reden, sondern... Das stimmt. Ihr seid vorbereitet. Das stimmt. Tatsächlich hatte ich vorher nicht so viel mit Podcasten zu tun. Ich hatte aber einen sehr guten Freund, habe ihn immer noch, mit dem ich regelmäßig über gesellschaftspolitische Themen gesprochen habe. Und wir dachten, wir wollen was zusammen machen, wir wollen ein Projekt zusammen starten. Und eines schönen Tages auf einer Wiese im Berliner Stadtteil Wedding dachten wir uns, ja, warum nicht eigentlich über nicht weiße queere Themen sprechen. Wir hatten nämlich das Gefühl, zu dem Zeitpunkt kamen die in Deutschland noch zu kurz. Es wurde, also queere Themen wurden gerade auch im Mainstream schon thematisiert, aber eben nicht die black-browne Perspektive, also die von migrantisierten Menschen. Mhm. Und das wollten wir ändern und dachten, da wäre doch eigentlich Podcast eigentlich ein ganz gutes Medium für. Und wollten das aber auch nicht am Küchentisch machen. Also wir hatten gar keine Lust auf die ganze Technik, auf Schneiden und alles, was drumherum dazugehört und haben ein Konzept geschrieben. Ein Konzept für ein Format, in dem wir in jeder Folge uns ein Thema vornehmen und das mit wechselnden Gästinnen besprechen und haben das dann an Medienhäuser geschickt, das Konzept, und sind dann irgendwann beim Neuen Deutschland quasi auf ein Zuhause gestoßen. Ja, das heißt, 2019 hattest du das Gefühl, du hättest das machen können, so einfach mal loslegen, aber du wolltest einfach nicht, weil du keinen Bock auf den ganzen Technikkram hast, wo Maria ja auch sagte, das war die größte Recherche rauszufinden, wie das alles geht. Oder hattest du das Gefühl, man muss auch jetzt wirklich mit einem Konzept kommen, um dann auch einen Podcast zu machen, der noch durchdringt? Ich glaube, für uns hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob wir einfach drauf loslabern wollen. Uns war es wirklich wichtig, Themen zu platzieren. Und so braucht es ein Konzept.
Wie ist das, Maria? Also, weil ich habe oft das Gefühl, dass so diese Zeit, als wir angefangen haben, war so ganz viel Freiheit, du konntest alles ausprobieren. Hast du das Gefühl, das geht noch, dass man das macht? Oder muss man tatsächlich mit einem Konzept oder wenigstens so einer groben Idee, was fehlt denn gerade, was könnte man noch machen, wo ist eine Lücke? Ne? Das ist ja diese Gedanken, die man sich immer macht, bevor man einen Podcast startet. Na, es kommt drauf an, was dein Ziel ist. Mhm. Also ich bin immer noch ein großer Fan davon. Ich versuche sehr zu promoten, dass Leute zum Beispiel Podcasts als Freundeskreisprojekt machen. Ja. Einfach für sich, keine Ahnung, sich zusammen irgendwie ein Hörspiel ausdenken oder irgendwas Witziges und das zusammen aufnehmen und ins Internet stellen und zur Not hören es dann halt nur 70 Leute, aber ist ja egal. Das haben sie dann einfach für immer und haben so ein gemeinsames Hobby. Wenn das das Ziel ist, klar kann man sich dann Gedanken machen, aber dann muss man natürlich nicht daran denken, wo sind noch Lücken und wer hört es dann und finde ich dafür WerbepartnerInnen oder so. Das ist ja dann einfach egal. Also ich finde, dass immer noch durchaus ein komplett legitimes Ziel bei Podcast Spaß ist. Weil es auch immer noch eines der wenigen Medien ist, die quasi, ich mache es jetzt in Anführungsstrichen, nichts kosten, außer Zeit, wenn man möchte. Man kann es natürlich auch sehr teuer machen. Wenn jetzt natürlich KundInnen zu uns kommen und einen Podcast machen wollen, den sie entweder gewisse Reichweiten erreichen wollen, gewisse Zielgruppen oder unter Umständen auch Geld damit verdienen wollen, dann gehen wir das natürlich komplett anders an. Und dann gucken wir eben schon mal so, was kann man machen, was muss man machen. Und deswegen, also das ist eine meiner ersten Fragen, egal mit wem wir sprechen, wer einen Podcast machen will, was willst du damit erreichen? Eine bestimmte Zielgruppe, willst du damit Geld verdienen, willst du damit einfach Fun haben, ist es für einen guten Zweck, ist es, und dementsprechend entwickeln wir dann das Thema und das Konzept. Wolltest du Podcasterin werden? Wolltest du immer was mit Medien machen oder bist du da tatsächlich so reingestolpert, wie jetzt der Titel der Session ist? Also im Podcast bin ich total reingestolpert. Mit Medien, ich komme ja aus der Musikbranche. Ich habe früher in einer Plattenfirma gearbeitet, habe Live-Booking gemacht und bin so durch diese Musikbranchenberufe gegangen und habe dann nochmal studiert und bin in meinem Studium kam eine amerikanische ehemalige Senatorin als Kreisvorlesung, also wo sie nur einmal kam und uns über neue Medien erzählt hat. Und da habe ich das erste Mal das Wort Podcast gehört. Die hat davon erzählt und hat von einem Nachrichtenpodcast erzählt in den USA. Und da habe ich dann recherchiert und dann fingen wir halt an, selber einen zu machen und so weiter. Die ersten Podcasts, die ich gehört habe, waren auch einfach MP3-Dateien, die ich mir runtergeladen habe. Und ich wusste nicht, dass das ein Podcast ist, den ich gerade höre. Also das war ja alles damals auch noch so ganz verschwommen. Und dann haben wir halt selber einen gemacht und dann habe ich mir irgendwie Equipment gekauft, weil die HörerInnen sich zurecht beschwert haben. Ganz süß mit dem Gaming-Headset. Aber du klingst halt einfach, das hält man einfach nicht aus. Und dann kamen Freunde zu mir, die gesagt haben, hey, du hast doch coole Mikros, kannst du uns nicht aufnehmen? Hey, du hast doch mal geguckt, wie schneiden gehen, kannst du uns nicht schneiden? Dann kamen Freundinnen von Freunden. Irgendwann kannte ich die nicht mehr und dachte, jetzt kann ich auch mal eine Rechnung stellen. Dann habe ich irgendwie versucht, schnell rauszufinden, wie das geht, selbstständig zu sein, weil ich immer Angestellte war bevor. Und so hat sich das quasi irgendwie hocheskaliert. Dann hat mich irgendwann jemand auf Instagram gefragt, hey, wir sind Zeit Online, du machst doch Podcast. Magst du mal ins Büro kommen und uns erklären, wie das geht? Dann bin ich da hingefahren und habe das gemacht. Und dann hat irgendwer gesagt, jetzt hol dir doch mal eine zweite Person dazu, bist du wahnsinnig? Und so habe ich dann quasi mir eine dritte und eine vierte und eine fünfte Person dazu geholt und dann hatte ich irgendwann eine Firma, aber geplant war das nicht. Das war quasi immer nur der nächste Schritt, weil sich jemand beschwert hat. Ulf, wie ist es bei dir? Wie viel deiner Zeit geht für Lage der Nation drauf und wie viel deiner Zeit hast du noch für deinen eigentlichen Job? Also das ist relativ einfach zu beantworten, vor allem das Letzte. Ich bin ja von der Justiz beurlaubt seit 2020, das heißt also für die Justiz geht zurzeit gar keine Zeit drauf, das finde ich nebenbei auch richtig, weil ich glaube, dass es schon sehr schwer ist, so nebenbei Richter zu sein. Das finde ich ehrlich gesagt nicht vereinbar mit meinem Berufsethos als Richter. Deswegen fand ich es wichtig, irgendwann mal zu sagen, da bin ich jetzt komplett raus. Wie gesagt, nicht im Sinne von Kündigung, aber im Sinne von Beurlaubung. Und dementsprechend arbeite ich jetzt Vollzeit bei der Lage der Nation.
Also das ist tatsächlich mein Beruf. Ich habe, das hast du eben angedeutet, ja nebenbei die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet mit Freunden zusammen. Da bin ich inzwischen zwar noch Mitglied des Vorstands, aber wir haben den Vorstand in den letzten 1-2 Jahren so weit runtergefahren, dass das eigentlich ja jetzt nur so eine Art Aufsichtsrat ist. Ne? Wir machen einmal im Monat eine Vorstandssitzung, aber im Prinzip ist das wirklich ein reines Ehrenamt von mit ein paar Stunden im Monat. Und nein, also ich bin tatsächlich hauptberuflich Podcaster. Ja. War das war auch nicht geplant, aber das... Nein, das war überhaupt nicht geplant. Ich kam 2014 aus Amerika zurück von meinem Master, bin wieder ins Gericht gegangen und hatte dann quasi, ja, also die Idee im Gepäck, so eine Bürgerrechtsorganisation zu gründen, wie eben die ACLU in Amerika. So ist die GFF entstanden, ursprünglich als Hobbyprojekt tatsächlich auf dem Sofa. Und etwa zeitlich parallel hatte Philipp dann so die Mensch, lass doch mal reden hier, man müsste doch mal und so. Und dann haben wir Ende 15, Anfang 16 dieses Lageformat in seiner allerersten Form entwickelt, auch mit ein paar Versuchen. Also ursprünglich hatten wir mal so die Idee, man macht da ein Videoformat, so ein bisschen wie der Presseclub draus. Hatten also dann auch so Nullsendungen produziert mit 4 Leuten im Video und das war alles ganz furchtbar und viel Overhead und schrecklich. Und dann haben wir gesagt, nein, wir machen das jetzt mal ganz einfach. 2 Typen setzen sich an den Küchentisch mit Headsets und so ist dann tatsächlich die erste Folge der Lage entstanden. So. Und seitdem, weil Maria gerade, fand ich, so schön plastisch berichtet hat, wie es dann so weiterging. Wie es eskaliert. So hat sich im Grunde auch die Lage weiterentwickelt. Also am Anfang als Hobbyprojekt, wo wir Freitagmorgen 2-3 Stunden da gesessen haben. Und dann haben wir einfach sehr schnell gemerkt, es gibt tatsächlich Menschen, die sich das anhören. Ne? Also wir haben das über Twitter publiziert, hatten so ein paar 1000 Follower damals. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, das hören sich tatsächlich Leute an. Und das motiviert einen dann natürlich auch zu sagen, okay, das ist mir jetzt wichtiger. Ne? Da nimmt man sich mehr seiner Freizeit. Irgendwann haben wir einen ganzen Tag in der Woche daran gearbeitet, ne? Was dann auch manchmal dazu geführt hat, dass wir da irgendwie morgens angefangen haben, dann haben wir irgendwie die Mittagspause vergessen und saßen dann um 15 Uhr völlig unterzuckert. Aber jetzt müssen wir langsam wirklich mal aufnehmen. Ja? Also das war wirklich, wirklich mega improvisiert am Anfang. Aber es hat eben funktioniert und irgendwann waren wir dann allerdings an dem Punkt, wo Philipp, der ja selbstständiger Journalist war, freier Journalist war, wenn auch viel beim DLF, dass er gesagt hat, so okay, jetzt kostet das doch inzwischen 1,5-2 Arbeitstage. Jetzt müssen wir uns mal so langsam Gedanken darüber machen, ob das nicht jedenfalls teilweise auch ein Beruf sein kann. Und da würde ich ehrlich sagen, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben dann nämlich das einfach transparent gemacht. Mhm. Also wir haben dann den Menschen, die da draußen die Lage gehört haben, einfach gesagt, liebe Leute, das ist Philipps Beruf, Journalismus zu machen. Ulf ist finanziert als Richter, aber Philipp muss da irgendwie von leben. Also wenn euch das wichtig ist, wäre es total schön, wenn ihr das könnt, wenn ihr ein paar Euro in den Hut werfen könntet. Dann haben wir eben den Hut aufgestellt. Dankeschön. Ja, ich meine, das ist ja total wichtig, dass man auch den Menschen ehrlich sagt, wir machen das total gerne, aber wir können das in dieser Qualität mit diesem Zeitaufwand nicht langfristig als Hobby betreiben. Das ist ja auch was jeder draußen versteht. Ne? Und wir wollten auf der anderen Seite aber so nach dem Open-Knowledge-Prinzip verhindern, dass wir irgendwas publizieren, was man nur gegen Geld bekommt. Also wir wollten sagen, helft uns, wenn ihr könnt, aber auf der anderen Seite müssen alle unsere Inhalte, das machen wir bis heute so, auch kostenlos im Netz verfügbar sein. Und das ist so unser Kompromissmodell und bislang funktioniert das tatsächlich sehr gut, ne? Dass die Leute dann sagen, okay, ich kann es mir leisten, ich überweise was im Monat oder ich klicke mir halt so ein Plus-Abo oder so, aber dass eben alle, die vielleicht sagen, hey, ich studiere noch oder so, ich mache eine Ausbildung, ich habe nicht so viel Kohle, die können das komplett selber hören, allenfalls mit Werbung. Dominik, Podcaster zu 100% oder wie sieht es bei dir gerade aus? Also ich würde schon sagen, dass ich mein Haupteinkommen übers Podcasten generiere, aber der zeitliche Aufwand hat sich über die 5 Jahre immer verändert. Also 2 Jahre lang war ich wirklich hauptberuflich Podcaster, indem ich den Barbecue-Podcast hatte. Dann habe ich auch für 2 Jahre bei Deutschlandfunk Kultur einen Podcast moderiert zusätzlich. Wurde dann von einer NGO gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie einen Podcast zu moderieren. Du hast auch hier Flocati Beach gemacht, oder? Flocati Beach habe ich auch gemacht, kein Podcast, ein Talkformat, also, stimmt, aber... Ja. Ja, aber tatsächlich war auch, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, auch immer abhängig von den Medienhäusern, mit denen wir gearbeitet haben. Also ich habe erzählt, wir haben angefangen beim Neuen Deutschland, ein kleines linkes Magazin, waren da in der Jugendsparte, Supernova. Da war das natürlich irgendwie noch ein kleines Taschengeld, das wir bekommen haben, sind dann aber nach einem Jahr irgendwann von Spotify entdeckt worden, sind dann zu Spotify gewechselt, hatten da einen Spotify-Exclusive-Deal. Das war dann schon so, dass man da wirklich tatsächlich von einer Gage, von einem Gehalt reden konnte. Mhm.
und sind dann jetzt aber seit über einem Jahr bei Cosmo, also bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und der zeitliche Aufwand ist jetzt tatsächlich am geringsten, weil wir jetzt einfach auch eine Redaktion haben, die uns unterstützt. Vorher mussten wir alles selber machen, mussten alles selber recherchieren und haben die Gästinnenakquise selbst gemacht. Und das wird uns jetzt zum Glück abgenommen. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt zur Podcast... Den nächsten Podcast starten. Können wir den nächsten Podcast starten, ja. Aber wie gesagt, also haben sehr viel Unterstützung und könnten jetzt im Grunde genommen zur Podcastaufnahme gehen und sagen, so, was müssen wir machen, welche Fragen sollen wir stellen, wer ist heute überhaupt da. Machen wir so nicht, aber tatsächlich wurde uns die Arbeit sehr erleichtert. Die Teams werden immer größer, nehme ich mit. Bei euch ist auch jetzt schon jemand dabei, oder Ulf? Allerdings. Also die Redaktionsarbeit machen Philipp und ich nach wie vor nahezu komplett selber. Aber wir haben ein Team von uns eingerechnet 11 Menschen inzwischen. Wow. Davon sind, ich glaube, so 5 oder 6 inzwischen voll fest angestellt in Teilzeit oder sogar Vollzeit, glaube ich, eine Person, ja. Und die anderen sind Freelancerinnen und interessanterweise auch fast alles Frauen. Also das ist bei uns ganz wichtig, weil wir eben 2 Typen am Mikro sind, versuchen wir das Team ansonsten so weiblich wie möglich zu besetzen, einfach damit mehr Perspektiven reinkommen. Ja. So, jetzt kennen wir jetzt eure Geschichten schon. Die Session heißt aber In den Erfolg gestolpert und es soll auch um Fehler gehen, also so ein bisschen so aller Anfang ist schwer. Wir wollen jetzt mal die Anekdoten hören und die Sachen aus dem Nähkästchen, die gerne auch peinlich sein dürfen. Maria, du hast gesagt, du könntest das ganze Panel unterhalten heute, aber vielleicht eine Geschichte erstmal. Wenn den anderen beiden nichts einfällt, machst du einfach weiter. Sehr gute Werbung auch für unsere Produktionsfirma, offenbar. 3 Fehler am Tag, Minimum. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber ja, also am Anfang sind uns auf jeden Fall oder auch mir ein paar Sachen passiert. Ich finde ja, es gibt so bestimmte Fehler, die müssen, von denen darf man nicht nur erzählt bekommen, sondern die müssen einem passieren, dass man sich auf eine Art verinnerlicht erschreckt, dass es einem nie wieder passiert. Zum Beispiel vergessen, auf Record zu drücken. Ja. So. Und natürlich eskaliert mit einem Gast, den man so nur einmal bekommt. Ja, klar. Ja. Und der Schweißausbruch, den man dann hat, wenn man das nach einer Viertelstunde sieht, der ist ein ganz besonderer. Ja. Immerhin hast du es nach einer Viertelstunde gesehen. Ja, ich habe es nach einer Viertelstunde gesehen. Und dann den Rest der Sendung, du musst natürlich die ganze Zeit so tun, als wäre überhaupt nichts passiert erstmal, zu überlegen, wie kriege ich das geschnitten. Setzt du dann am Ende die Fragen nochmal und sagst, Entschuldigung, am Anfang habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Können wir das so? Ja, also es ist mir 2-mal passiert. Einmal war es tatsächlich mit einem Podcast ganz, ganz am Anfang noch. Da ist irgendwann der Strom ausgegangen und die Batterie. Auch ein Klassiker, auch ein Klassiker. Aufnahmegerät, Batterie. Ja, ja. Ja, oder okay. SD-Karte. Also es gibt kleine, der Teufel, Technikteufel. Einmal haben wir dann tatsächlich die Fragen wieder aufgenommen. Und das andere Mal haben wir es, weil wir ein anderes Intro hatten, so geschnitten bekommen, dass es nicht aufgefallen ist. Aber ich musste trotzdem mich sehr entschuldigen, natürlich. Das passiert mir wirklich nie wieder. Ich gucke mittlerweile circa 400 Mal pro Minute, ob die Aufnahme läuft. Was ich einen klassischen Fehler finde, an dem man vielleicht nicht so als erstes denkt, oder ich weiß gar nicht richtig, ob man das einen Fehler nennen kann, aber ganz am Anfang haben wir für Podcasts machen so gut wie gar kein Geld bekommen, weil gar nicht so richtig anerkannt wurde, dass das eine Sache ist, die bezahlt werden muss. Mhm. Weil das ist ja so ein Hobby. Das ist ja irgendwie, und es gibt ja auch überall umsonst zu hören, was für viele Leute zurückschließend heißt, dann ist es ja auch umsonst zu machen. Also so, das ist alles umsonst. So, ist ja nur Zeit. Und ganz am Anfang, als wir versucht haben, davon zu leben, und die ersten 3 Jahre habe ich übrigens überhaupt gar kein Geld damit verdient. War das wahnsinnig schwierig und dann hat man mal hier 50 Euro und da 50 Euro, ja, für deinen Zeitaufwand so ganz gönnerisch. Und ich fand das total schwierig. Und dann fing es irgendwann an mit genug Kraft, übrigens auch dank eben so zum Beispiel Leuten wie auch Tim Pritloff, dem ich damals auch gesprochen habe, der mir auch viel geholfen hat, dass man das mal so erklärt hat und so auch selbstbewusst, kann man ja auch nicht immer sein, einfach eingefordert hat. Entweder du bezahlst mir das jetzt oder ich mach dir das nicht. So. Und das ist echt nicht so leicht, weil das
ist eine Art Überwindung, die finde ich relativ schwierig, also fand ich damals zumindest. Und dann den Fehler, den ich dann am Anfang gemacht habe, ist so dankbar sein, dass wir ein bisschen Geld dafür kriegen, dass ich jeden, Entschuldigung, Scheiß unterschrieben habe. Also Ideen, die wir hatten, tolle Konzepte, die wir hatten, irgendwie Menschen, die wir angeschleppt haben dafür, haben wir quasi wegunterschrieben teilweise für KundInnen. Also haben nicht darauf bestanden, das haben wir uns ausgedacht. Und da müsst ihr jetzt irgendwie, da geht es jetzt auch um Lizenzen, also da fehlte uns natürlich auch ein bisschen das Wissen. Wissen supportet ja auch Selbstbewusstsein. Und das hatten wir damals auch nicht, weil die Idee, dass wir uns jetzt irgendwie eine Kanzlei oder eine Anwältin leisten können, gab es ja auch nicht. So, und das finde ich zum Beispiel, das war ein Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, wo wir jetzt an Konzepte denken oder an Podcasts, die sehr erfolgreich waren oder sind, wo wir jetzt immer nur winken, wenn die adaptiert werden oder wenn so Sachen damit gemacht werden, weil wir damit halt dann nichts mehr zu tun haben. Das ist zum Beispiel auch was, wo es zum Glück auch durch die Stärke der Community und weil Podcasts alle Leute sozusagen gepusht haben, dass das mittlerweile auch A, selbstverständlich ist oder selbstverständlich her, dass es bezahlt wird und B, dass es auch Urheberrechte gibt und dass es auch Menschen gibt, wenn die sich was ausdenken, dass du denen nicht 2 Euro hinlegst und mit der Idee weiterziehst. Also, dass das so ein bisschen, das waren so Fehler, die ich begangen. Die sind natürlich nicht ganz so witzig wie der Rekorddrückenfehler, aber das ist zum Beispiel was, was mir einfällt, was wir am Anfang, wo Leute sagen, mein Gott, wart ihr doof? Und ich sage, ja, waren wir. Aber es ist ja auch so ein Internet-Vibe generell lange gewesen, dass Leute gesagt haben, hey, du kriegst ja Reichweite und sei doch froh, dass du es überhaupt machen darfst. Voll. Und man ist so stolz, dass man es überhaupt machen darf und jemand einen sieht. Ganz lieb von euch. Ja, total. Also den gab es natürlich total, weil der Vibe war ja immer dann so ein bisschen, und ich will übrigens, wenn ich immer sage, meine ich fast immer, es gab schon auch KundInnen, die von Anfang an verstanden haben, dass das so ist. Ja. Genau, aber jetzt um den Punkt zu machen, verallgemeinere ich mal ganz gefährlich. Total. Und das auch so diese Idee, hey, wir sind so eine große Marke, ihr dürft das jetzt für uns machen und dann geben wir euch ja dadurch Reichweite. Ja, also ne, jetzt so ein Klischeesatz, aber mit Reichweite kann ich weder meine MitarbeiterInnen bezahlen, noch meine Miete oder irgendwer essen. Also deswegen, das geht nicht mehr. Das funktioniert nicht. Und da sind wir mittlerweile auch liebevoll streng, weil ich einfach hoffe, dass wenn Firmen wie wir, die mit 14 Leuten in der Branche ja schon groß sind, das quasi selbstbewusster durch sein können, machen wir es auch für Leute, die es alleine machen, sozusagen. Ja. Dominik, du nickst die ganze Zeit. Kennst du das? Also ich kenne, natürlich habe ich nur kurz für Auftragskundinnen gearbeitet, wie eine NGO, aber ich kenne natürlich auch solche Sachen wie nicht auf Play drücken, nicht auf Aufnahme drücken, natürlich. Sowas kennt, glaube ich, jeder Podcaster, jede Podcasterin. Ich glaube, am Anfang haben wir uns unglaublich verunsichern lassen. Also waren erstmal auch unglaublich dankbar für alles, was uns angeboten wurde, wo wir mitmachen durften, wo wir teilhaben durften. Aber ich glaube, ganz am Anfang wären wir auch fast nicht zum Podcasten gekommen, weil wir uns mit diesem Konzept, wie gesagt, eben bei Medienhäusern beworben haben, dann gedacht haben, okay, hoffentlich meldet sich überhaupt niemand. Ja. Dann hat sich das Jugendmagazin von einer ziemlich großen Tageszeitung, Wochenzeitung gemeldet und wir waren beeindruckt erstmal davon. Die haben uns eingeladen und meinten dann, ja, aber wir sehen euch irgendwie nicht so richtig im Podcast-Bereich. Es wäre total cool, wenn wir daraus ein Videoformat machen. Mhm. Und das aber auch nicht auf 45 Minuten, sondern lieber 10 bis 15 Minuten. Und wir steigen da ein bei einer Erwartung von 10.000 Klicks. Und wir natürlich so beeindruckt davon, dass wir überhaupt so ein tolles Feedback bekommen haben und dass überhaupt jemand mit uns arbeiten wollte, haben direkt zu einem Ja gesagt haben im Grunde schon Gästinnen eingeladen, waren kurz vor der Produktion der ersten 4 Folgen, bis uns dann aber eine Woche vorher in einer abgeschlossenen Mail wieder abgesagt wurde. Oh. Uns wurden Gelder gestrichen, wir können es leider doch nicht machen, ciao, sozusagen. Natürlich erstmal ein totaler Downer war, aber ich muss sagen, zum Glück ist das so passiert, weil ich glaube, wir würden jetzt 5 Jahre später keine Podcaster mehr sein oder überhaupt nicht mehr unsere Themen
extrem platzieren, weil mit einem Nischenprodukt, einem Nischenprodukt in der Nische sozusagen, also queer und nicht weiße Themen, ich glaube, wären wir nur unglücklich geworden. Und auch in einem Format von 15 Minuten. Hat man ja gar keine Zeit. Es wäre schwer, also, unsere Themen auf 15 Minuten zu reduzieren. Deswegen war das im Grunde genommen eigentlich Glück im Unglück. Und dann haben wir uns natürlich auch unheimlich viel reinreden lassen. Also, dass Leute gesagt haben, mach das mal so und ihr müsst das so machen und ihr müsst schneller zum Punkt kommen und lass das mal weg und ihr müsst so sprechen und im Podcast muss man so und so reden und es muss die und die Stimmung haben. Und am Anfang haben wir uns das alles unglaublich zu Herzen genommen und haben uns einfach im Grunde nur verunsichern lassen davon. Letztendlich, zum Glück ist aber auch Podcasting Geschmackssache und ein Format ist Geschmackssache und man kann es nie allen recht machen. Und ich glaube, diese Gelassenheit haben wir inzwischen damit gefunden und da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Mm. Ulf, bei euch war alles perfekt, es gab keine Probleme. Ja, natürlich. Was sonst? Nein, also ich würde schon sagen, wir haben technisch sehr davon profitiert, dass Philipp natürlich schon alle Fehler 20 Jahre vorher gemacht hat. Ja, ne? Ja. Also das stimmt tatsächlich. Also gerade dieses Aufnahmeding, wir sind da auch mega paranoid. Wir haben also natürlich zwei Aufnahmen auf dem Mischpult und auf dem Reaper und so. Also ja, auf der anderen Seite, ich war ja eben Novize und ich konnte diese Fehler natürlich machen. Also zum Beispiel, wir machen häufig viele Interviews per Riverside. Das ist halt so eine quasi Studio-Remote-App und da muss man auf Record drücken und zwar irgendwie 5-mal, damit es auch wirklich aufnimmt und das mache ich bei uns in der Arbeitszeit und ich habe es natürlich ein paar Mal vergessen, aber Gott sei Dank war dann die Stimme immerhin noch über das Mischpult irgendwie so halbwegs aufgezeichnet. Man hört das auch in der Lage, wenn man es weiß, dass manchmal die Interviews schlechter sind, als sie sein müssen, dann habe ich mal wieder gepennt. Nein, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fallen mir vor allem so inhaltlich journalistische Fails ein. Einer ist aus meiner Sicht besonders schlimm. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir daraus gelernt haben, dass wir ihn auch nicht wieder machen. Der betrifft dieses Thema False Balance, gerade bei naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Wir haben vor vielen Jahren mal berichtet über die Frage, ob Mobilfunkmasten tatsächlich irgendwelche negativen Strahleneinflüsse verursachen. Ja. Oh. Und da haben wir das in der Lage, also nicht ganz so, aber leider Gottes doch tendenziell so dargestellt. Ja, die einen Physikerinnen sehen das so, die anderen Mediziner sehen das so. Man weiß es nicht, kann sein, kann nicht sein. Und das ist natürlich naturwissenschaftlich totaler Bullshit, weil 99,x% der Studien zeigen, das hat überhaupt gar keinen Effekt. Und die paar Promille der Studien, die das anders sehen, sagen, ja, wir wissen es letztlich auch nicht. Ja, es gibt also einfach keine sinnvollen Nachweise für tatsächlich negative Einflüsse. Und das haben wir in der Lage völlig falsch dargestellt. Und das ist mir gesagt bis heute peinlich, gab natürlich auch einen kleinen Shitstorm dann bei uns in der Kommentarspalte, völlig zu Recht. Und ich hoffe jedenfalls, dass wir dabei gelernt haben, dass es halt einen großen Unterschied macht, ob man über politische Fragen, über ethische Fragen diskutiert, wo es beliebig viele sinnvolle Positionen geben kann, oder ob man über naturwissenschaftliche Fragen diskutiert, wo es eben letzten Endes zumindest eine sehr plausible Position gibt oder jedenfalls nur einen kleinen Raum von denkbaren Positionen und wo irgendwie nicht anything goes angesagt ist. Und ich glaube, dass dieser Fehler aber auf eine gewisse Weise sich ausgezahlt hat, weil wir in der Corona-Pandemie dann natürlich vorgewarnt waren. Wir haben dann hoffentlich in der Corona-Pandemie uns nicht in Schwurbeleien verloren, sondern haben dann hart recherchiert, Drosten gehört, noch ein paar andere Expertinnen gefragt und dann hoffentlich eine ziemlich klare Kante gezeigt. Gab eine Menge Gegenwind in der Corona-Zeit, könnt ihr euch vorstellen, aber ich glaube, das war unterm Strich gut und vielleicht hätten wir das nicht geschafft, wenn wir uns nicht vorher so die Finger verbrannt hätten an den Mobilfunkmasten. Darf ich da fehlermäßig, da fällt mir nämlich auch noch ein... Aber eine Frage habe ich dazu noch. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr die Sendung gelöscht? Habt ihr irgendeine Ansage vorher gemacht? Oder sehr gute Frage. Also wir löschen tatsächlich nie Sendungen. Was wir in ein, zwei Ausnahmefällen mal gemacht haben, ist, dass wir quasi kurze Sätze von uns rausgeschnitten haben, wenn wir gemerkt haben, das ist richtig falsch. Das haben wir aber in den 8 Jahren, glaube ich, 2-mal gemacht oder so, weil wir normalerweise das hoffentlich vorher merken. Also Philipp schneidet die Sendung ja selber. Das heißt, das delegieren wir nicht, auch ganz bewusst, weil wir sagen, das ist letztlich auch eine redaktionelle Arbeit. Das ist nicht nur
irgendwie wie, keine Ahnung, Spiegel polieren. Und ich bleibe zum Beispiel auch dabei. Ja, das heißt, Philipp sitzt da und schneidet und ich mache nebenbei irgendwas anderes, bleib da sitzen und wenn er über irgendwas stolpert, dann sagt er, hey Moment, lass da nochmal einmal reinhören, dann hören wir uns das an und dann gucken wir uns an und sagen, ja, passt. Oder, nee, Moment, das müssen wir nochmal machen und dann singen wir halt einen Satz nochmal ein. Also das ist tatsächlich ein sehr gemeinsamer Prozess, dieses Finishing so. Und ansonsten, Stichwort Fehlerkultur, natürlich tut jeder Fehler immer noch wahnsinnig weh. Ja, wir sind ja auch nicht völlig uneitel. Natürlich hat man lieber recht, völlig klar, wie jeder Mensch. Aber wir haben eine Coping-Strategie gefunden mit den unvermeidlichen Fehlern. Also ich würde so weit gehen zu sagen, 90 Minuten plus minus reden ohne Fehler ist fast unmöglich. Irgendwas geht immer schief und sei nur, dass man sich blöd ausdrückt und es falsch klingt. Und manchmal ist man auch einfach schlecht gewesen in der Recherche, hat was übersehen. Unsere Coping-Strategie mit diesem Schmerz, ja, was Falsches gesagt zu haben, ist, wir machen das in der nächsten Woche wieder gut. Ja? Yeah. Das sind diese Update-Blöcke in der Lage, diese Korrekturblöcke. Fast in jeder Folge findet sich da was, wo wir sagen, wir müssen nochmal auf das Thema so und so zurückkommen. Und wie gesagt, diese Blöcke tun jede Woche weh. Ne? Man wirft sich da so ein bisschen vor den Hörerinnen in den Staub und sagt, sorry, wir haben was Falsches gesagt. Das will man nicht sagen. Klar, zutiefst menschlich, aber zugleich hat es was sehr Befreiendes, wenn man sagen kann, wir machen es jetzt wieder gut. Ja, es war falsch, aber so ist es richtig. Und zugleich baut das natürlich auch eine Menge Vertrauen auf, wenn Menschen einfach wissen, okay, die geben sich ganz viel Mühe, aber wenn trotzdem ein Fehler passiert, dann kehren sie das nicht irgendwie unter den Teppich, sondern dann wird das in der nächsten Woche transparent gemacht. Und ich würde sagen, dass uns diese Korrekturblöcke unterm Strich deutlich eher nützen. Also die Leute nehmen nicht mit, boah, was eine Schlamperei, diese Lage, sondern die Leute nehmen halt mit, die sind sich nicht zu fein, auch Fehler zuzugeben. Sehr schön. Jetzt, Maria. Sorry. Ja, mir fiel das nämlich gerade ein, weil was du gerade gesagt hast, kommt ja auch so ein bisschen, und da seid ihr beide natürlich Profis und wie du auch sagst, Philipp hat ja auch schon länger sozusagen Audio gemacht und hatte dann auch dementsprechend sozusagen eine Ausbildung und du dann mit ihm. Aber es gibt ja eine Sache, die beim Podcast quasi, was dann auch Fehler betrifft, so ein bisschen, ich sag mal, Fluch und Gabe ist, ist ja das, was wir am Anfang so gefeiert haben und auch teilweise immer noch feiern, ist, dass Podcast ja das Wort demokratisiert, theoretisch kann halt jeder Podcast machen, aber es kann halt auch jeder Podcast machen. Und das ist natürlich irgendwie, ich habe ja zum Beispiel wirklich überhaupt keine journalistische Vorausbildung gehabt, als ich angefangen habe, Podcasts zu machen. Und Frieda auch nicht, wenn ich das jetzt in ihrer Abwesenheit mal so sagen darf. Das heißt, wir beide haben unseren ersten Podcast gestartet und haben uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was sagen wir jetzt hier eigentlich und über wen sagen wir das? Also so dieses, was natürlich für Menschen, die journalistische Vorausbildung haben, egal in welcher Art, sei es aus Erfahrung oder wirkliche Ausbildung, natürlich immer auch mitbedenken irgendwie, sei es Datenschutz oder also egal was. Und Verantwortung einfach. Ja, Verantwortung, genau. Und wie die geht und wie, über was man so nachdenken muss und was man eigentlich auch rausfinden kann, auch wenn man denkt, man redet drumherum. So, deswegen zum Beispiel gibt es unseren ersten Podcast nämlich nicht mehr. Den haben wir komplett aus dem Internet genommen. Also ein Mops kam in die Küche, gibt es nicht mehr. Das Zeitteam hat letztens versucht, den zu finden und hat ihn nicht gefunden. Also wer dabei war, war dabei. Tatsächlich, man kann Dinge aus dem Internet entfernen, haben wir rausgefunden. Und weil wir damals da nicht so drauf aufgepasst haben. Und auch so die, es gibt auch noch viele Podcasts, die tatsächlich Reportage, also die auch Reichweiten haben und die über so wichtige Dinge reden wie ihr zum Beispiel, aber eben sich das eigentlich nicht so gut können und dann eben auch Fehler machen, die dann irgendwie wirklich in die weite Welt rausgehen. Also das ist quasi einerseits total toll, dass Menschen Stimmen bekommen, die in herkömmlichen Medien diese Stimmen nicht bekommen, weil sie durch Hierarchien, durch Freigaben, durch tausend Mechanismen aussortiert werden. Das ist bei Podcasts anders, aber, und ich finde, es ist auch leichter als bei YouTube zum Beispiel, wo es theoretisch ja auch geht, aber ich finde, Video ist schon noch eine andere Hürde als Audio. Und Podcast demokratisiert ja auch unter anderem, weil man Gesichter nicht sieht, weil wir als Gesellschaft uns nicht so richtig davon freimachen können, dass wir auch schon darauf gucken, wie Leute aussehen, ob wir ihnen vertrauen und ob wir ihnen zuhören und zu welchem Thema wir zuhören. Deswegen bin ich auch nicht so ein Riesenfan von diesem Videoschub, den Podcast hat. Danke, Maria. Ja. Danke, Applaus, danke. Applaus.
Michael Barbaro ja übrigens auch nicht. Ja. Ne? Ich habe ihn das mal gefragt. Stimmt. Nein, wurde das sogar auf der Bühne gefragt, jetzt vor kurzem bei diesem Spotify Summit. Ja. Michael Barbaro, der ursprüngliche Host und Gründer von The Daily, der sagt nämlich auch, er hat einfach gar keinen Bock, sich filmen zu lassen, weil das ablenkt. Das ist halt ein Audioformat. Deswegen, ich liebe das sehr, dass du das sagst. Ja. Ich finde auch aus feministischer Sicht, und ich bin Feministin, ist es halt einfach nicht richtig, dass wir plötzlich wieder gucken, wie Menschen und Frauen aussehen. Weil für Frauen war Aussehen in der Gesellschaft nach außen hin leider Gottes immer ein wichtigeres Thema, also wie sie aussehen, bevor sie was sagen dürfen, bevor sie zu irgendwas eine Meinung haben dürfen. Und ich fand, Podcast war immer und ist zum Glück auch immer noch dieser Safe Space, wo es einfach völlig egal ist, weil es geht die Stimme. Das ist eine Sache. So. Aber was es halt eben auch ist, es ist halt der Ort, wo wirklich theoretisch jeder eine große Reichweite kriegen kann, der eben so eine Ausbildung hat oder nicht. Und da haben wir am Anfang auch ehrlicherweise Fehler gemacht und haben quasi Reportagen und sind irgendwelchen krassen Storys hinterhergerannt, weil geil, jetzt konnten wir das machen, und haben uns aber noch nicht ordentlich beraten lassen und uns mit Menschen mal hingesetzt, die uns gesagt haben, das könnt ihr auf keinen Fall so formulieren. Habt ihr danach gefragt, ob die Person sich dazu auch mal äußern will, Interviews und so. Also diese ganzen Regeln, die total wichtig sind, um ordentlich zu berichten, kennen wir die und haben die gelernt, haben entweder Leute eingestellt, die das können, oder haben, lasst uns von Leuten beraten, die das können. Das finde ich nämlich auch ganz wichtig bei Podcasts, dass ihr alle, wenn ihr Podcasts macht, auch wisst, was ihr nicht könnt. Also so, ne, seid ruhig mutig. Ich finde, ihr müsst irgendwie nicht immer die bis zum Ende alles ausgelernt haben und die Expertin sein, bevor ihr was sagen dürft. Aber wisst halt auch, was ihr nicht wisst, und fragt es. Und das haben wir am Anfang ehrlich gesagt auch nicht so gut gewusst. Da sind wir hoffentlich besser geworden. Das finde ich, muss man sich aber auch fragen, bevor man loslegt. Aber es ist ja auch eine allgemeine Entwicklung, finde ich. Fehlerkultur in den Medien zum Beispiel. Ja, also eine riesige Schlagzeile mit einer Fake News wird in einer ganz kleinen, oh, hier ist eine Korrektur von letzter Ausgabe, wieder richtiggestellt. Das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren kritisieren. Das muss eigentlich an der gleichen Stelle richtiggestellt werden, in dem gleichen Format. Also das entwickelt sich ja immer weiter. Und was ja auch kommt, ist sowas wie Sensitivity Reading. Oder gibt es auch Hearing? Also macht ihr das auch, dass ihr sagt so, weiß ich nicht, gerade auch wenn es zum Beispiel Personen sind, die queer sind, die migrantisch sind, über die ja lange viel gesprochen wurde, dass man dann sagt, nee, wir sprechen jetzt auch nochmal mit denen, machen eine Art Vier-Augen-Prinzip mit Betroffenen. Kennt ihr das bei euch, Dominik? Vier-Augen-Prinzip mit Betroffenen? Ja, also Sensitivity-Prinzip sozusagen, dass jemand nochmal guckt, gibt es irgendwas, was da rassistisch oder ableistisch oder irgendwie istisch ist? Ich glaube, da, klar, natürlich achten wir mit unserer Redaktion gemeinsam natürlich darauf und checken Dinge auch noch mehr ab. Ich glaube, dass wir aber auch schon von vornherein sehr sensibel an Themen rangehen. Ich würde sagen, dass wir am Anfang teilweise noch sehr einseitig berichtet haben, beziehungsweise unsere Folgen gestaltet haben. Das hat sich jetzt verändert. Also, einseitig inwiefern? Einseitig, dass wir im Grunde genommen, dass wir auch nur eine Perspektive vielleicht mit reingenommen haben auf Dinge. Das hat sich inzwischen verändert, dass wir sagen, wir nehmen auch wenn wir teilweise auch nur einen Gast, eine Gästin haben, nehmen trotzdem auch noch O-Töne von anderen Menschen mit rein, die vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf haben. Also das hat sich verändert. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir schon sehr sensibel und kritisch bei Cosmo an Dinge rangehen, auch vorher schon. Ja. Aber klar, auch uns passieren Fehler, die korrigieren wir dann meistens auch in den Folgen danach. Ja, das heißt, ihr nehmt es nochmal auf und nehmt es nochmal mit, sprecht darüber, macht es auch transparent. Genau. Ulf? Ja, ich würde mich da gerne anschließen, weil wir in letzter Zeit sehr viel reflektieren darüber, wie wir eigentlich am besten Feedback von den Menschen quasi an uns ranlassen, die uns hören, ohne uns zugleich verzerren zu lassen. Und zwar, natürlich ist das total wichtig zu hören, wie kommt das an, was man da so sagt. Auf der anderen Seite hast du natürlich bei Hörerinnen-Feedback systematischen Bias in die Richtung, dass sich im Zweifel die Leute melden, die irgendwas doof finden.
Da. So, und jetzt erreichen wir in der Woche so 400.000-500.000 Menschen und es ist einfach, glaube ich, komplett unmöglich, irgendwas zu sagen, was von dieser 500.000 Menschen nicht irgendjemand doof findet. Und man muss sich einfach, damit man da nicht völlig ausbrennt, systematisch isolieren von diesem Feedback und zugleich muss man aber natürlich Feedback zulassen und mitbekommen. Das ist wirklich eine große Aufgabe bei einer großen Community, rauszufiltern, was ist sinnvoll. Und wir haben das inzwischen dadurch hinbekommen, dass wir so quasi eine Schicht dazwischen gelegt haben. Also es gibt das Lageforum, da können Leute sich auch sehr kritisch äußern. Da lesen wir aber nur sehr selektiv mit und es gibt halt ein Moderationsteam und die spiegeln uns aus dieser Woche so die wesentlichen Dinge und schreiben, und wir wollen das jetzt noch so ein bisschen formalisieren, dass sie so eine Art wöchentliches Update schreiben, so den Lagebericht, was war da im Forum los. Denn wenn man das jetzt einfach nur liest, dann bekommt man den Eindruck, es ist alles verkehrt und das kann total gefährlich sein. Also ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben uns immer sehr bemüht um eine ausgewogene Berichterstattung zum Gaza-Krieg. Das ist in Deutschland besonders schwer, aus naheliegenden Gründen, aber auch deswegen, weil die allgemeine publizierte Meinung in Deutschland einfach sehr anders ist als in den allermeisten anderen Ländern auf der Welt. Wir versuchen das so zu machen, wie es überall sonst auf der Welt funktioniert, nach menschenrechtlichen Standards. Da kann man sich aber vorstellen, dass das Menschen verstört. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Und wenn man bei uns ins Lageforum schaut, dann gibt es da weit überwiegend Kritik, weil die Menschen, die sagen, hey, das ist cool, endlich sagt mal einer bestimmte Dinge, die sonst international gesagt werden, das ist halt, ne, diese Leute schreiben halt nicht ins Forum. Und wenn man da jetzt zu viel Akzent darauf legen würde, was wird da im Forum gesagt, dann würde man sich wahrscheinlich da sehr verändern in seiner Berichterstattung. Ich glaube, das wäre falsch. Ne, also Feedback ist, um das zusammenzufassen, Fluch und Segen zugleich. Und man muss sich da eine Strategie überlegen, wie man das schafft, wichtige Sachen auch wahrzunehmen, ohne sich zugleich runterziehen oder gar manipulieren zu lassen. Es ist wirklich nicht einfach. Ich glaube, Johnny Häusler, ich habe so eine Zitatkachel gesehen gestern, hat gemeint, er findet es gut, dass man Podcasts nicht kommentieren kann, irgendwie so sinngemäß. Okay. Und da dachte ich mir so, okay, das ist, die Zeit ist lange vorbei. Ich wollte gerade sagen, kann man eigentlich? Zum Beispiel Spotify hat auch die Kommentarfunktion eingeführt, was Spotify sich hätte auch sparen können, finde ich. Also ich bin nicht so ein Freund von Kommentaren und gerade auch, das heißt ja dann auch immer, du musst auf Social Media stattfinden. Wir sind auf Social Media, auf Instagram. Am Anfang war das noch sehr, sehr wohlwollende Kritik an unserem Podcast und da wurden wir auch eher noch so in unsere Bubble gespült. Ja. Ich muss sagen, seitdem wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, hat sich das sehr verändert. Also wir bekommen fast mehr negatives Feedback aus der braunen, konservativen Ecke als positives Feedback. Ich bin tatsächlich auch teilweise, wenn eine Folge veröffentlicht wurde und dann eine Stunde später nicht irgendwie ein Negativkommentar irgendwo kommentiert wurde, bin ich ganz verunsichert, ob wir was falsch gemacht haben mit der Folge. Ist die Folge online gegangen? Ist die Folge online gegangen? ja, genau. Klar, also ich würde sagen, tatsächlich bei uns ist es so, das negative Feedback ist eher das, die Bestätigung für uns, dass wir was richtig machen tatsächlich. Aber grundsätzlich, hätte ich mir gewünscht, wir hätten Social Media und Kommentare bei Podcasts auslassen können tatsächlich. Okay, aber wie hättest du dann gerne Feedback oder willst du lieber gar keins von den Hörern? Ich finde, eine Nachricht oder auch eine E-Mail, die nehme ich viel ernster als einen Kommentar irgendwo öffentlich unter einem Post. Weil sich da Menschen wirklich Mühe machen und das auch wirklich an dich adressieren wollen und keine Performance machen im Internet. Ja? Und gerade auch Folgen werden ja dann auch gerne in unterschiedliche Netzwerke gespült. Das heißt dann vielleicht auch in konservative, rechte Netzwerke gespült. Und dann heißt es jetzt, haut mal drauf da. Ja? Und das ist für mich kein... Das wird so organisiert kein, richtig. Genau, hier genau. Ein Link, da bitte einmal. Genau. Und das ist für mich kein konstruktives Feedback. Ja. Das ist einfach nur... der Versuch, Podcast klein zu machen und zu verunsichern. Ja. Konstruktives Feedback ist ein gutes Stichwort. Wollen wir mal das Ganze öffnen? Wir hätten gerne, dass ihr mit uns quatscht und diskutiert oder Fragen stellt. Hier vorne haben wir ein Mikrofon und da haben wir auch schon Leute, die sich melden. Ich glaube, die Frau mit der Brille war die erste, aber sonst, genau. Aber gerne auch hier vorne anfangen, dann ist der Weg kürzer. Das Mikro ist noch nicht an. Bräuchten einmal Ton. Hallo? Ah, jetzt. Ja. Okay, vielen Dank für dieses spannende Panel. Das ist bis jetzt mein Highlight der diesjährigen Republika. Yes!
Ich bin nämlich auch Podcast-Hörerin der ersten Stunde, war bei Mops dabei, bin auch Vrindt-Hörerin der ersten Stunde und auch in der Wochendämmerung. Und ich liebe das total, war damals Teenie, als ich angefangen habe, war auch die Einzige. Und war da so ein bisschen, ja, und jetzt beobachte ich schon seit Jahren diese, ja, wie sich das entwickelt. Und deshalb meine Frage zur Podcast-Folgenlänge. Weil ich mich immer mehr freue, wenn endlich meine Podcast-Folge über eine halbe Stunde geht. Also es gibt ja diesen Trend zu diesen 5 Minuten, 10 Minuten Podcast-Folgen. Ich weiß, ihr habt alle so Podcasts, die länger gehen, zum Glück. So 1,5 Stunden finde ich super. Und jetzt kam ja diese OMR-Studie raus, wo gesagt wurde, Podcast-Folge sollte irgendwie halbe Stunde, nicht länger sein, weil das irgendwie diesen Autofahrtweg irgendwie repräsentiert. Wie steht ihr zu diesem Trend Podcast-Folgenlänge und werden hoffentlich längere Podcast-Folgen weiterhin erscheinen, wie zum Beispiel auch diesen Zeit-Alles-Gesagt-Podcast von 5 Stunden? Genau, danke. Ich hab direkt sehr starke Emotionen. Ja, genau. Also erstmal Riesenfan von Marfo. Marktforschung, Leute, die gefragt werden, entdecken immer nur, also, ach, wo fange ich an? Also, das Ding ist halt, dass ganz oft so Medien zusammengeworfen werden. Dass wenn es zum Beispiel, ich sag's mal, so ein TikTok-Trend oder auch auf YouTube Instagram, dass alles immer sehr kurz und knackig sein muss, um die Leute ranzuholen und um irgendwie deren Aufmerksamkeit zu catchen. Podcast ist aber ein komplett eigenständiges Medium, wo wir uns erfeitet haben von Anfang an, dass es gelernt ist, dass die Leute sich dafür Zeit nehmen. Unter anderem auch deswegen, weil die Podcasts sich an dein Leben anpassen. Du kannst einfach Pause machen und später weiterhören. So, und diese Zeit, dass zum Beispiel sowas möglich ist, dass Meinungen von Menschen geändert werden in dieser doch sehr starken Schwarz-Weiß-Sehzeit und dann so ein Podcast für die Lage der Nation wirklich auch zum Beispiel eine Meinung mal ändert, die vermeintlich sehr festgefahren waren, weil sie sich nämlich die Zeit nehmen und die HörerInnen auch sich die Zeit nehmen, das einfach sich anzuhören oder auch bei Alles Gesagt, der ja dann bis 8 oder 9 Stunden geht, wo dann wirklich mal jemand nicht nur mit einem Schlagwort oder irgendwie einer Überschrift oder einer Pressetextvorlesung einfach mal sagen kann, ich denke das, weil, und richtig ausholt. Und Podcast haben wir uns irgendwie aus irgendeiner glücklichen Ergebung erkämpft, dass die Leute damit fein sind, dass wir uns die Zeit nehmen. Und das sollten wir auch weiterhin tun. Es gibt eigentlich nur eine Regel beim Podcast und die bestimmt die Länge. Und das ist, wenn der Inhalt fertig ist, ist die Podcast-Folge fertig. Nicht früher und nicht später. Das ist einfach der Punkt. Der Inhalt ist der Chef. Nicht in die Länge ziehen, nicht künstlich kürzen. Erzählt alles, was erzählt werden muss. Und wenn das fertig ist, ist der Podcast fertig. Also finde ich einen schönen Ansatz auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass ich mir auch gerne Zeit nehme, mir eine Podcast-Folge anzuhören. Zum Beispiel Hotel Matze macht ja auch sehr, sehr unterschiedlich lange Folgen. Mal ist es 1 Stunde, mal sind es 3 Stunden. Und ich freue mich eigentlich tatsächlich, wenn es auch eine längere Folge ist, weil ich denke, okay, da hatten sie wirklich was zu besprechen und nehme mir auch die Zeit dafür. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wir beobachten, dass viele Menschen sich eben doch nicht die Zeit dafür nehmen. Also dass Leute, sobald eine Folge über 1 Stunde geht oder über 1 Stunde 10, dann eher doch abgeschreckt sind oder vielleicht gehemmt sind, sie überhaupt anzuklicken. Also ist in unserem Fall so. Oder tatsächlich eben auch nach der Hälfte der Folge aussteigen oder abspringen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich wahrscheinlich vom Format unterschiedlich und auch einfach vom Podcast-Gewohnheit sehr unterschiedlich. Also da haben wir andere Erfahrungen tatsächlich. Bei der Lage der Nation hören die Leute eigentlich bis zum Ende zu. Also es gibt natürlich ein ganz leichtes Abfallen, weil die Leute halt auf Pause drücken und nicht dran nachdenken oder die neue Folge erschienen ist. Aber im Prinzip hören die Leute das fast alle durch, so fast 90%. Ich wollte vor allem sagen, man sollte vielleicht den Menschen auch einfach sagen,
Es gibt natürlich auch bessere und schlechtere Podcast-Apps. Ne? Das ist was, was wir versuchen, immer weiter zu verbreiten. Natürlich kann man auf Spotify Podcasts hören, aber dann hat man heute nur die halbe Nutzungserfahrung. Es gibt halt einfach viel bessere Apps, keine Ahnung, Overcast und wie sie halt heißen, AntennaPod und so. Und wir versuchen den Leuten einfach beizubringen, wenn ihr wirklich Podcasts hören wollt, dann nutzt eine App, die speziell für Podcasts gebaut ist, einfach weil ihr dann diese ganzen Zusatzfeature nutzen könnt, wie Kapitelmarken zum Beispiel, wie die Kapitelbilder. Und das sind ja Dinge, die wir da nicht ohne Hintergedanken einbauen, sondern weil die halt wirklich was beitragen zum Nutzungserlebnis. Insofern auch an euch alle nochmal der Appell, wenn ihr so Leuten vom Podcast hören erzählt, dann gebt ihnen gleich den Tipp. Klar kann man im Internet irgendwie, Spotify geht alles, aber ladet euch einfach irgendeine App runter auf iPhones. Gibt es ja sogar die Apple Podcast App, die wirklich gut geworden ist, und nutzt halt eine richtige App fürs Podcasten. Ich hab letztens übrigens eine Diskussion mit einer Person von OMR gehabt, die mir gesagt hat, wir haben eine Umfrage gemacht und die meisten Leute hören Podcasts, die ungefähr 45 Minuten lang sind. Aber das ist ja ein Teufelskreis. Durchschnitt, ja. Ja, weil die Leute, mit denen quasi die neue Podcasts anfangen, sagen, ich habe irgendwo gelesen, 45 Minuten müssen die lang sein, dann machen alle Leute 45 Minuten Podcasts und dann hören natürlich auch die meisten Leute 45 Minuten Podcasts, weil das vor allem 45 Minuten Podcasts sind. Henne und Ei, ne? Ja, ja. Absolut. Und ich kann auch nur sagen, also bei Alles gesagt haben wir eine 89-prozentige Durchhörquote. Wow. Also bei bis zu 8 Stunden. Ich habe das noch nie durchgehalten. Ja. Ja, aber das ist ja auch völlig okay, ne? Aber ich glaube, ich finde es, also ja, Punkt. Respekt. Ich bin Podcasterin, sorry. Eine Frage haben wir noch, glaube ich, irgendwo. Melde dich nochmal. Ah, hier gleich. Gut. Hi. Wenn man gute, interessante Podcast für eine breite Masse machen möchte, sollte man auch im besten Fall ein guter Redner sein. Und ich glaube, den größten Umbruch im Kommunikationsstil hatte Ulf von feinsten Juristendeutsch in Laiendeutsch. Habt ihr irgendwelche konkreten Maßnahmen oder Training unternommen, um besser Kommunikator zu werden? Oder habt ihr es einfach nur gemacht und es hat sich über die Monate und Jahre eingestellt? Na, ich habe ja bei Philipp dieses Volo gemacht bei der Lage, ne? Nein, also ich habe nie ein Training im engeren Sinne gemacht. Also wir haben bei der GFF Medientrainings gemacht, aber spezifisch für die Lage habe ich nichts gemacht. Ihr zwei? Für mich war es auch Learning by Doing die erste Zeit. Wenn ich jetzt mir alte Folgen anhöre, so die ersten 20 Folgen, die wir aufgenommen haben, oder wenn mir Leute sagen, ich fange an, euren Podcast zu hören, ich habe bei der ersten Folge angefangen, würde ich am liebsten unter den Tisch kriechen, weil es mir unangenehm ist, ja, weil wir uns irgendwie doch deutlich verbessert haben. Dann irgendwann bei Deutschlandfunk Kultur habe ich ein Training bekommen, so ein kleines. Aber es gibt einen Tipp tatsächlich. Ich höre mir jede einzelne unserer Folgen in Ruhe an. Ja. Ne, das ist auch manchmal schmerzhaft und manchmal eine große Freude. Aber das ist, glaube ich, eine wirklich wichtige Feedbackschleife, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man eigentlich spricht, sich das einfach selber anzuhören. Ich glaube, es ist keine Eitelkeit, sondern ein ganz wichtiger Teil der eigenen Qualitätskontrolle. Aber es ist auch ein Tipp, finde ich, wenn du sagst, so, wenn die sich die erste Folge anhören, ist dir unangenehm. Mhm. Ich finde es aber auch ein Tipp für Leute, die gerade anfangen zu podcasten. Hör dir mal erste Folgen von... Ich sage dann immer CAE, also von Tim Pritloff, die erste Folge habe ich mir angehört, als ich angefangen habe und habe gedacht, oh Gott, ja gut, also dann kann ich auch jetzt einfach irgendwas machen. So. Das kann ich auch. Und das hilft aber auch, ne, das zu hören, okay, die haben auch mal irgendwo angefangen, jetzt sind sie da, das ist ein Prozess, man lernt, learning by doing, man wird immer besser. Ist ja auch was Entlastendes, anderen beim Fehler machen zuzuschauen. Total. Und ich finde es auch bei Podcasts, zum Glück sind ja die Regeln ein bisschen softer, also dass man wirklich eine wirklich eigene Persönlichkeit haben kann, im Gegensatz jetzt zu den meisten Radiosendungen, wo es schon wirklich diesen Radiosprech gibt und man soll so ein bisschen in den Hintergrund treten. Das muss man ja zum Glück im Podcast nicht so, ne? Deswegen kann man ja ruhig. Aber ich habe zum Beispiel auch beim Nachhören meiner Folgen gemerkt, dass jahrelang bei mir jedes zweite Wort sozusagen war. Und das hätte ich, also deswegen... In der Tat. Ja. Eine Frage schaffen wir, glaube ich, noch. Hallo, ich bin Katrin und auch sehr begeisterte Alles-Gesagt-Hörerin. Und auch 8 Stunden halte ich also locker durch. Und mir ist aufgefallen, dass wenn man...
prominenten Politikern lange zuhört und wenn sie nicht in einer journalistischen Interviewfrageart dauernd unterbrochen werden, dass ich einen ganz anderen Zugang dazu habe, Inhalte ganz anders verstehe, die Persönlichkeiten ganz anders wahrnehme und dass sich oft ein Bild ganz ändert und sogar dahin gekommen bin, dass ich Journalismus im Fernsehen, also diese journalistische Interviewfragerei hinterfrage, ob das wirklich immer so zielführend ist und mich würde interessieren, ob ihr auch manchmal den Gedanken habt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also du redest wahrscheinlich auch so von Talkshows. Ich duze jetzt einfach mal, Entschuldigung. Ich gucke das nicht so viel, weil ich das auch nicht so gut aushalte. Weil ich glaube, ich bin da auch zu gebrainwashed von Podcasts, dass ich das wahnsinnig irritierend finde, wenn Leute nur so kurz reden dürfen und ich auch das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwas Einstudiertes. Also das wusste ich jetzt auch schon. Aber ich glaube, es hat trotzdem eine Berechtigung, dass es beides gibt, dass Leute lernen, sich kurz zu fassen, aber dass auch eben, wie zum Beispiel alles gesagt, aber da gibt es ja auch genug andere gute Formate, die dass Leuten mal der Raum gegeben wird, das eigentlich zu erklären. Wahrscheinlich ist die Kombi eigentlich gut, dass man irgendwie beides hat. Aber generell kann ich persönlich auch mit diesen extrem kurzen und immer wieder unterbrechen und du hast jetzt 3 Minuten, dann hast du 3 Minuten, auch nicht so viel anfangen. Ja. Das geht mir ehrlich gesagt ganz genauso und ich finde, über das konkrete Gespräch hinaus, also über die Inhalte des konkreten Gesprächs hinaus, haben diese Langformen gerade mit Menschen in der Politik einen ganz großen Vorteil, nämlich zu sehen, dass die in aller Regel redliche Absichten haben. Ne? Das ist ja was im politischen Tagesgeschäft ganz häufig unter den Tisch fällt. Da werden ja häufig auch Menschen ganz schön dämonisiert. Klar, bei der AfD ist das auch richtig so. Aber jedenfalls bei demokratischen Parteien finde ich das einfach auch spannend zu sehen, dass die sich eben auch Gedanken machen. Das können ja andere Vorstellungen, andere ethische Koordinatensysteme sein, als die man selber für sich richtig findet. Aber man sieht in solchen langen Formen, dass die einfach auch einen Punkt haben. So. Und dass sie sich Gedanken machen, dass sie sich Mühe geben. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel ist eins meiner Lieblingsgespräche das mit Thomas de Maizière. Ne? Also ein wirklich sehr konservativer Mensch. Aber man hört, das ist ja schon 3-4 Jahre alt, das Gespräch von 2020, glaube ich. Aber man hört in dem Gespräch, der Mann ist ein zutiefst redlicher Politiker, wenn er auch ein furzkonservativer Knochen ist, ja, nach meiner Wahrnehmung. Aber das ist einfach ein redlicher Mensch, der hat sich Gedanken gemacht. Und das war für mich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Zum Beispiel, ich habe riesen Respekt vor diesen Menschen gewonnen durch diese 5.000, 6.000 Stunden. Wunderbar.